Seid mir gegrüßt, meine lieben Freunde der gepflegten Minenarbeit. Hier spricht der Vorbuddler und ich mache meinem Namen wieder alle Ehre. Höppel hier mal runter in die Mine, wo wir schon in der letzten Folge so unglaublich viel Spaß hatten. Und es war auch so spannend und überhaupt waren wir noch gar nicht fertig. Das müssen wir also nochmal hin. Ich habe auch wieder ein bisschen mich ausgerüstet. Es sollte also kein Problem werden. Ich hoffe, ihr bleibt dran und habt ebenfalls viel Spaß. Jo, und da sind wir. Also Leitern sind auch praktisch, um irgendwo runterzuklettern, stelle ich gerade fest. Ich gucke hier ja mal rum, wie ihr wisst, mit meinen Kiesaufzügen. Jedenfalls sind wir wieder an dem Ort, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, da unten nämlich. Und es ist super da und da möchte ich nochmal hin. Ich habe jetzt wieder, tata, Fackeln dabei und ein bisschen Werkzeug nachgelegt und noch ein neues Schwert gebaut. Vor allem auch, was haben wir festgestellt, braucht man ja bessere Nahrung. Ja, war ein bisschen kläglich. Ich mit meinen Bananen, wollte ich jetzt sagen, wieso Banane? Nein, nicht Bananen, sondern Kartoffeln. Wie kann man das denn verwechseln? Wo geht's runter? Hier. Ne, Kartoffeln. Das ist immer echt riskant hier. Oh, guck mal, ganz besonders riskant, weil hier schon einer... Ja, super, Astrein, toll, super hast du das gemacht. Klasse, könnt gar nicht besser anfangen hier. So. Und... Puh. So, jetzt erstmal durchatmen und vielleicht den Rückweg wieder reparieren, damit das hier keine krassen Folgen hat für uns. Nehmen wir auch ruhig mal den etwas besseren Stein und vielleicht können wir auch mal gucken, dass wir das mal eben als Treppe bauen. Das wäre doch ganz cool. So, und jetzt wollte ich schon gerade sagen, können wir uns in Ruhe mal umsehen, aber leider gibt das nichts. Ich werde hier auch immer noch verfolgt. Aber wir sehen schon ganz deutlich, dass wir fleißig waren in der letzten Folge. Haben wir diesen ganzen großen Bereich hier relativ gut beleuchtet. Ist noch wirklich nicht ausreichend, stelle ich gerade fest. Ich glaube, dieser Schwarzstein ist tatsächlich auch vielleicht dunkler. Der hatte wirklich noch ein anderes Lichtlevel. Mein Schwert macht auch nicht mehr lange mit. Muss ich gleich mal austauschen. Machen wir hier lieber sofort. Ne? Alles klar. So, da verschanzt sich noch irgendwas. Da ist irgendwas Interessantes. Da müssen wir sofort mal gucken. So, und jetzt habe ich sie alle zu mir gelockt. Na, kommt her, meine Freunde. Da oben ist doch irgendwas gewesen. Das haben wir doch beim letzten Mal gesehen. Da war irgendwas. Vielleicht auch nur eine Halluzination. Das ist auf jeden Fall auch ein neuer Stein. So ein Tuffstein nennt er sich. Habe ich auch noch gar nicht gewusst. Habe ich noch gar nichts von. Hatte ich zufällig mitgenommen und habe das vorhin gesehen, als ich die Kiste oder beziehungsweise Inventar ausgeräumt habe. Da hinten, da ist doch irgendwie so, ist das so ein Leuchttintenfisch? Wow, das sieht ja cool aus. Und irgendwie habe ich die Skelette alle abgehängt. Was ist los hier? Wir haben keinen Bock mehr oder was? So, pass auf. Boah, dieses Essen. Die ganze Zeit essen, ja. Ich habe leider gar nicht so viele Schnitzel und so da zu Hause, wie ich dachte. Wir haben ja auch noch keine Farm aufgebaut. Das ist ja nun mal der Nachteil. Können wir noch alles gar nicht so machen. Ah, jetzt haben die beiden sich selber. Na, wer wird denn gewinnen? Komm, du kriegst jetzt von mir auch noch ein paar ab. Und da bist du dran. Super. Und ich sammle die Punkte ein. So muss das sein. Warum ist das nicht immer so? Aber hier ist irgendwie nicht mehr viel, oder? Nein. Hier geht's noch hier runter, so. Boah, das ist alles so riesengroß, ne? Erstmal nur ein bisschen den Bereich klären. Blöde Fleisch loswerden. So, und diese Wand beleuchten. Viele dunkle Spots noch hier. Ich glaube, da ist aber nicht mehr wirklich viel. Dagegenüber steht wieder jemand. Da auch. Okay. Vielleicht versuchen wir das nochmal, dass wir die nochmal hier so ein bisschen... Super. Ja, schießt euch noch ein bisschen. Zack. Ja, ich bin kein guter Schiedsrichter. Ich bin etwas parteiisch, ne? Ich bin gegen alle Seiten. So. Das ist cool. Jetzt machen wir mal Folgendes. Noch mal ein bisschen Licht hier unten. So.
La 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 la, ich renne nur einfach in mein Verderben. Und wieder zurück. Und zickzack. Oh, Spinne. Etwas hier in den freien Bereich, in die Arena. So, und dann machen wir hier nochmal die Spinne fertig. Machen wir die Spinne zur Sau. Da guckt die aber ziemlich dumm. So, das ist gut. Ich möchte nur wissen, was da hinten ist. Die Ressourcen sind jetzt uninteressant. Wir werden das hier alles erobern. Ja, und dann gehört uns das alles. Ha. Hör auf, mich zu beschießen. Noch weiter. Ja, ich hau hier wie wild auf meinen Tasten rum. Das hört ihr wahrscheinlich. Boah, ist ja noch ruhig. Oh, um Gottes Willen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das alles groß hier? Überall ist noch ein Loch und noch ein Spalt. Alles Riesenräume. Aber ist natürlich super für uns. Na? Puh. Was soll ich da noch sagen? Ups. Wenn ich mich hier so konzentrieren muss. Wenigstens habe ich jetzt mal eine Fernschusswaffe. Auch wenn ich Pfeile sparen muss. Das ist alles noch... Ah ne, ein paar Pfeile habe ich inzwischen doch hergestellt. Ich habe ja Hühner. Und ja, Feuerstein habe ich auch. So, immer wieder ein bisschen futtern. So, hoffentlich hält das jetzt mal ein bisschen vor hier. Ich kann doch nicht alle 10 Minuten Hunger haben. Man klappt das mit dem Abnehmen aber nicht gut. So, jetzt müssen wir hier mal... Obwohl, die Bewegung macht's. So viel Bewegung drin hier. Was ist denn euer Lieblingsressourcenmaterial? Also ist das zum Beispiel Lapis oder Gold oder Redstone? Also mein Lieblingszeug ist Redstone. Weiß auch nicht warum. Finde ich am coolsten irgendwie. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier mal wieder ein paar Leute erledigen. Fangen wir mal mit dir an. So. Und dann machen wir mal mit dir weiter. Und da kommt schon der nächste Kandidat. War was? Pfeile? Die haben sich wieder gegenseitig gekillt hier oben. Das ist cool. So, machen wir mal hier. Noch ein bisschen heller. Da hinten kommt wieder jemand. Sehr gut. Da oben geht es auch noch mal weiter. Ne? Ah, Leute. Allerdings möchte ich jetzt doch erstmal schauen, was mit dem leuchtenden Fisch ist. Das wäre was total Neues. Das habe ich auch noch nie gesehen. Und ja, mal gucken, was wir damit machen können. Haben möchte ich den auf jeden Fall. Noch lieber hätte ich den natürlich in meinem persönlichen Gartenteich. Ach so, Entschuldigung. Habe ich den nicht gesehen? Ich entschuldige mich jetzt bei dem, weil er sich umgebracht hat. Und ich bin hier mit ein paar Schrammen davongekommen. Jetzt haue ich aber hier gleich ab. Sonst macht er mich hier noch fertig. Das möchte ich jetzt nicht. Erstmal wieder gucken. Kotelett. Ich glaube, weil es oft so grün blinkt, weil ich immer dieses Zombiefleisch esse, habe ich vielleicht den grünen Creeper gerade nicht wahrgenommen. Habt ihr den gesehen? Ich weiß nicht. Ich muss mal beim Schneiden nochmal drauf achten. Hier bei den schnellen Kameraschwenks und wenn man so im Kampf ist, sieht man die ja ganz gerne mal, wie ihr wisst. Hier ist mir noch ein bisschen zu dunkel. So, und dann habe ich aber noch einen Stack Fackeln dabei. Also so ist es nicht. Letzte Folge hatte ich das etwas unterschätzt, was wir hier so brauchen. So, und dann laufen wir nochmal hier vorne in diese Richtung. Ja, machen wir hier auch verschiedene Stellen, vielleicht nochmal ein bisschen heller. Hier vorne. Und dann hier arbeiten wir uns wieder nach vorne vor und von hinten zurück. Dann mache ich ja mal eben einen kleinen Test. Schauen wir mal eben nach. Guck mal, die Rüstung ist noch relativ intakt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es lohnt sich tatsächlich. Also ich sehe es ein. Ja, Eisen haben wir nun nicht so viel, ne? Aber
Die kann schon ordentlich was einstecken. Wie bin ich schon beschossen worden hier bei diesem Experiment, bei diesem Ausflug? Das ist ja schon enorm. Geht's nochmal runter? Das ist nochmal so ein Loch. Hier scheint die aber auch irgendwie hochzukommen. Das ist nicht so gut. Was sehe ich denn da hinten? Irre, irre, völlig irre. Ach du meine Güte. Das sind ja nur Sprengwürmer da unten. Bloß weg, die wollen wir jetzt nicht anlocken. Vor allem, weil ich am anderen Ende was richtig Cooles gesehen habe. Ach du, das hab ich zu viel da unten. Mann, 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 Mann. So, was da vorne, das sieht stark aus. Was ist so eine, ist das auch so eine nette Ruine oder ist das nochmal sowas Licht? Ja, hier kenne ich den Weg rein und raus, deswegen stelle ich Fackeln überall hin. Normalerweise, früher habe ich das gemacht. Ich glaube, das geht gar nicht mehr. So das alte Prinzip mit den immer auf die rechte Seite stellen, damit man den Weg besser erkennt, wo man wieder rauskommt, ne? Dann stehen auf dem Rückweg halt die Fackeln alle links. Aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr so gut, das Prinzip. Ganz einfach. Gucken wir den mal hier hin. Ja, weil die Höhlen viel, viel größer sind. Da hast du nicht mehr diese engen Gänge drin. Ja, schade. Eigentlich wollte ich den selber erlegen. Der kam auch von hier oben irgendwo. Da müssen wir hier oben nochmal schauen. Da ist ja nochmal was Helles da hinten. Da ist auch nochmal ein Creeper. Oh Gott. Ah, super. Hier ist ein Tor. Ach, zwei. Na toll. Na super. Ast rein. Ja, Kinder, das gibt wieder einen hier. Locken wir sie hier hin. Wo wir sie sehen können. Nur nicht zu weit da hinten hinrennen, ja? Na, so geht's auch. So geht's auch. Da sind wir ja inzwischen ja Experten, was das angeht. Die sich gegenseitig töten. Ist das eine Kämpferei? Ich glaube, so viel habe ich in Minecraft noch nie zu tun gehabt mit dem Schwert. Also, hier sind wir noch nicht sicher. Aber das ist ja super hier. Was ist das denn? Obsidian, schön. Hätte ich mir sonst selber gebraten. Aber so haben wir schon ein paar Stück für unser eigenes Nether-Tor. Was wir ja demnächst auch machen müssen. Ich denke mal, in den nächsten Folgen bleibt es relativ dunkel. Viel so Sachen zu tun. So, was ist mit diesem Tintenfischchen da hinten? Da hinten ist mal irgendwas, ne? Was ist das denn da alles da hinten? Ist das nur ein normaler Enderman? Ach, blöd. Mal gucken, ob ich jetzt ein bisschen geschickter. Nee, das ist leider. Kriege ich nicht genug Abstand rein. So gut, ja, solange ich nicht so selber ordentlich was einstecken muss, geht das ja noch. Aber okay, das ist ja hier wirklich mal richtig aufregend. Also, so eine kämpferische Folge haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Also, die letzte Folge ging es ja schon los. Und jetzt geht es hier weiter, immer weiter. Jetzt nicht da hinten hingucken zu dem blöden Enderman. Die kann ich gar nicht leiden, die Enderman, das ist irgendwie. Die sind irgendwie nervig. Ich weiß nie, was die von mir wollen. Man guckt die mal aus Versehen an und vorhin hatte ich auch einen, den habe ich angeguckt und tat sich da aber nichts. Das sind ja so komische Sachen hier alles. Ah. Wo ist dieser Tintenfisch, dieser Leuchtende? Ah, da möchte ich jetzt nicht hin. Jetzt werde ich ja hier von der Seite verfolgt. Ich dachte, ich könnte die alle hier hinlocken, dass die hier vielleicht in die Lava fallen. Aber ich sehe schon, dass ich da eher reinfalle. Kommt mal hier so ein bisschen hin, vorsichtig. Ja, hier so. Wie sie sich schön in die Reihe stellen, ne?
Na, das gibt jetzt hier aber nichts, wenn ich nicht aufpasse. Die Zombies sind nämlich auch verdammt stark, die darf man nicht unterschätzen. Seht ihr mal, was ich abbekommen habe. Ne? Das ist also wirklich krass. Ich glaube, diese Zombie-Villager sind wahrscheinlich noch stärker. Das schätze ich. Das ist jetzt nur noch eine Mutmaßung von mir. Was ist da unten? Da bewegt sich noch was. Hier geht's nochmal rein. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich da noch nicht reingefallen bin. So, aber dieses schöne Fischchen ist nicht mehr zu sehen. Das finde ich jetzt natürlich nicht so schön. Also, komm, nochmal ein Kotelett hier, so, damit das hier mal vorwärts geht. So, jetzt dich noch. Und dann ist vielleicht hoffentlich mal Ruhe. Da oben ist ja jetzt relativ hell. Also, da schon geht schon wieder ein Stack Fackeln verbraten. Ich möchte jetzt hier in diese Richtung laufen. Vorsichtig, hier rüber. So, was haben wir hier? So. Angriff ist die beste Verteidigung, oder wie war das, ne? So, hier ist auch nochmal, aber irgendwie, schöne Fischchen. Nee, leider nichts mehr zu sehen. Die Pfeile fliegen. Aber das ist cool hier. Das ist sehr schön, so ein Tor. Ja, ich muss hier oben nochmal gucken, da ging es auch nochmal weiter. Was habe ich noch? Zwei Fackeln, ja super. Aber ich habe noch ein paar dabei. Und das ist vielleicht der Nachteil von diesen tollen neuen Höhlen. Also ich finde die Höhle ja so gesehen sehr super. Aber ist letztendlich unbrauchbar, wenn du die beleuchten willst. Du kannst eigentlich nur einzelne Teilbereiche vielleicht absperren und dann der Reihe nach versuchen. Die zu beleuchten. Da möglichst auch schon direkt richtig schön mit Redstone. Nicht Redstone, hier so Dingens. Wer ist Glowstone? Glowstone aus dem Nether. Ich bin hier schon so ein bisschen fast am Meditieren. Ja, was, irgendwie gewöhnt man sich an die Kämpferei. Hops. Oh, hopsa. Also manchmal klappt das hier mit dem Schwert aber nicht so, wie ich möchte. Ich möchte das immer so ganz cool aus dem Flug. Aber das gibt dann keinen. So, jetzt brauchen wir noch ein paar Fackeln. Ah, ist schon wieder. Lass mich erstmal hier meinen Job machen, Jungs. Seht ihr? Das ist nämlich hier noch so richtig schön. Mann, Mann, Mann. Ja, wollt ihr mal wieder das Tageslicht sehen? Dann müssen wir in der nächsten Folge unbedingt natürlich wieder nach oben. Muss natürlich jetzt nur einen Weg finden, wie ich das hier so friedlich machen kann, dass ich hier die Ressourcen sammeln kann. Oder sichern kann vor allem. Sammeln und sichern. So, das ist schon schön. Das gefällt mir. Ja, aber tolle Sachen gefunden hier, auf jeden Fall. Nether-Tor da hinten, da müssen wir die Kiste noch holen. Ah, da ist wieder ein Creeper gekommen. Nahrungstechnisch sieht schon wieder relativ schlecht aus. Geht noch. Außerdem habe ich ja auch noch Kürbisse, sehe ich gerade. Kürbis habe ich auch. Komm, dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. So ist es ja nicht. Ja. Wir müssen uns ja hier nicht vorzeitig in die Flucht schlagen lassen. Denn das lohnt sich auf jeden Fall. Ist aber eine wahnsinnige Arbeit. Das ist schon nochmal ein bisschen anders als früher. Ja, früher war eben alles anders. Nicht unbedingt besser. Ups. Vielleicht auch mal in Bewegung bleiben, das ist auch ganz gut. Guter Hinweis, Mensch, wie viele kommen denn da jetzt noch? Haben wir es jetzt bald mal? Kartoffelchen. In dem Wasser. Ach, geh doch weg. Ich habe hier gerade eine schöne Entdeckung gemacht. Jetzt kommst du wieder da an. Den holen wir uns. Den müssen wir uns holen. Da unten. Ringsherum müssen wir noch Licht machen. Hopp. Sehr gut. Da kommen wieder welche an. Angedackelt.
Also verstehe ich das dann richtig, dass die praktisch nur hier unten in so einem Höhlensee auftauchen, ne? Cool. Was sagt mein Schwert? Er ist nicht mehr so toll. Also, wenn wir das kurz reparieren. So gut es geht jedenfalls. Und dann tauchen wir mal ab. Hier geht es auch nochmal richtig runter, oder wie? So, und der ist abgehauen. So, habe ich jetzt was bekommen? Habe ich jetzt was eingesammelt? Nö. Oh, macht man das falsch? Muss ich da eine andere... Obwohl, ich habe eine gute Waffe. Oder hat das hier noch nicht funktioniert, wie ich möchte? So, jetzt habe ich was eingesammelt. Jetzt hat es geklappt. Was ist das denn? Jetzt ist ja noch irre. Leute, wir haben hier noch einen riesen See. Habt ihr das gesehen? Puh. Also, das haben sie schon gut gemacht. Also, man hat jetzt schon noch mal so ein paar Aha-Momente von wegen, was Entdeckungen angeht. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Hier passt hier was hin, ja. Hier geht es ja noch richtig runter. Und was habe ich jetzt gefunden? Hier, Leuchttintenbeutel. Wow. Okay. Ich freue mich drüber, auf jeden Fall. Möchte ich mehr von haben. Vor allem mit dem Tauchen, das ist ja irgendwie nicht so toll, ne? Guck mal, ich habe doch kaum Luft, da muss ich mich erstmal entsprechend ausstatten. Sonst hat das doch keinen Sinn. Aber cool ist es auf jeden Fall, ihr guckt euch das an. Boah. Wow. Hier liegt noch was. Super. Da war noch... Ja, da hinten sind jetzt mehrere aufgetaucht. Aha. Vielleicht spawnen sie auch, wenn man sich hier in der Nähe aufhält. Fein, fein, fein. Na, dass sie so abhauen, ist natürlich jetzt nicht besonders gut. Luft, Luft, Luft. Na, das hat keinen Sinn. Nach unten geht es so weit weg, da komme ich sowieso nicht runter. Müssen wir, wenn, vielleicht hier rüber treiben, in so ein flaches Becken. Müssen wir hier ein bisschen ausbauen, dass wir das so ein bisschen abflachen hier, dass die nicht mehr weg können. Da liegt ja auch noch so ein Beutel. Ja, muss man sich mal überlegen. Erstmal muss ich rausfinden, was man mit den Beuteln anfängt. Und dann müssen wir gucken, ob man die vielleicht irgendwie dann züchten kann. Mal eine Farm bauen. Eine Leuchtbeutelfarm. Das ist mal was ganz Neues. Für mich jedenfalls. Aber ich glaube, wir haben der Höhle erstmal gezeigt, wer hier der Chef ist. Es ist schließlich unsere Heimathöhle. Oder Heimatmine, besser gesagt. Zwar keine richtige Mine, brauche ich auch noch. Aber guck mal, das sind schöne Sachen. Und Obsidian kann ich nicht mehr mitnehmen. Aber ich glaube, wir kommen sowieso nochmal hier runter. Ich möchte so ungern irgendwas wegschmeißen. Vielleicht gibt es Feuersteine, den brauchen wir echt nicht so. Ja, aber dann können wir eben nochmal... Na, mach das nochmal. Und das Zeug auch. Komm, das kann ja auch weg. Das ist ja kein Problem. Und dann den Feuerstein ruhig auch noch. Und dann können wir übrigens den Rest hier noch mitnehmen. Unser erster Obsidian. Boah, super. Super schön hier unten. Super tolle Höhle. Viel Spaß gehabt mit der Kämpferei. Ich hoffe, euch geht es genauso. Vielleicht gönne ich euch dann beim nächsten Mal auch wieder ein bisschen Tageslicht. Abwechslung muss sein, ne? Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Dazu müsst ihr beim nächsten Mal allerdings auch wieder einschalten. Bis dahin könnt ihr euch noch umsehen auf dem Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Sehr viele schöne Sachen da. Und vor allem haut rein, Freunde. Und Glück auf.